Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. In einem... Nein, das... Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Ein kilometerlanger Bohrstrang für eine Tiefbohrung besteht überwiegend aus zusammengeschraubten Rohren. Aber ganz unten, die unteren 50 bis 100 Meter, sind vollgestopft mit Elektronik. Das sind erstmal die Sensoren, die alle möglichen Eigenschaften des Gesteins vermessen und uns sagen, wo wir sind. Aber es gibt auch viel Computerpower, die dazu benutzt wird, die gesammelten Messwerte zu sammeln, zu bearbeiten und in einen Binärcode umzurechnen, der dann zur Oberfläche übertragen werden soll. Und diese Übertragung der Daten zur Oberfläche, diesen Strang aus Nullen und Einsen, die ist eben sehr, sehr schwierig, denn viele Verfahren, die uns spontan in den Kopf kommen, funktionieren in der Erde nicht. Kabel beispielsweise können wir nicht durch den inneren Bereich des Bohrstrangs ziehen, weil wir dann alle 10 Meter bei jeder Schraubverbindung die Kabel wieder auch verbinden müssen. Außerhalb des Gestänges gehen die Kabel kaputt, sobald das Gestänge in Rotation versetzt wird. Und Funkempfang in der Erde funktioniert auch nicht. Und auch Klopfzeichen, die man über das metallene Gestänge nach oben transportiert, funktionieren nicht so richtig. Die einzige Methode der Datenübertragung, die wirklich zuverlässig funktioniert, das ist die sogenannte Mattpulstelemetrie. Wir sehen hier eine kleine Animation mit einem Mann im Garten mit einem Gartenschlauch. Und wir wissen alle aus Erfahrung, dass der Druck in einem Schlauch ansteigt, wenn wir den Schlauch vorne an seinem vorderen Ende zukneifen. Wenn wir dann den Schlauch wieder aufmachen, fällt der Druck im gesamten Schlauch wieder ab. Und dasselbe nutzt man auch, um die Nullen und Einsen aus der Erde zur Oberfläche zu übertragen. Wir haben hier mal ein kleines Experiment vorgeführt und man sieht, dass an unserem Modellbohrturm ein Schlauch die Druckleitung von der Pumpe zum Bohrturm repräsentiert. Wir haben am Bohrturm eine Druckanzeige, die uns den Pumpendruck oder den Gestängedruck anzeigt. Und der andere Schlauch in unserem Modell, der simuliert den Bohrstrang, der bis runter zum Bohrmeißel führt. Und mit der Zange kann ich jetzt das untere Ende des Schlauches zukneifen, wenn ich eine 1 übertragen möchte, und wieder loslassen, wenn ich eine 0 übertragen will. Eine 1 repräsentiert den hohen Druck und eine 0 den etwas geringeren Druck. Und auf die Art und Weise kann ich also zum Beispiel so ein Drucksignal 1,1, 0, 1, 0 oder beliebige andere Werte übertragen. Unten in der Erde sitzt natürlich kein kleines Männchen mit einer Kneifzange, sondern wir haben ein sogenanntes Pulsarventil, was den Strömungsquerschnitt immer ein wenig verkleinert oder wieder vergrößert. Hier ist so ein Realmodell aus dem Feld. Und oben am Bohrturm wird der Druck am sogenannten Steigrohr abgenommen, was wir hier hinter uns sehen. Da ist ein elektrischer Druckaufnehmer und die Drucksignale gehen von diesem Druckaufnehmer zu einem übertägigen Computer, der die Drucksignale auswertet, die unterschiedlichen Druckniveaus identifiziert und die Einsen und Nullen aus dem Drucksignal extrahiert. Und mit weiterer Computerleistung werden diese Einsen und Nullen, die man übertägig empfangen hat, wieder in Messwerte zurückgerechnet, die dann auf den vielen Bildschirmen im Container angezeigt werden. Und mit diesen Werten führt der Bohrer von über Tage die Bohrung sicher in die beste Stelle der Lagerstätte. In Wirklichkeit ist das Ganze noch viel komplizierter, als wir es eben hier vorgestellt haben. Und deswegen gibt es die Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 bei uns hier in Freiberg, die ihr gerne besuchen kommt. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!